Ein ETF-Sparplan für Kinder ist eine wirklich tolle Sache. Mit kleinen Anlagebeträgen kann man über die Zeit Schritt für Schritt ein kleines Vermögen zusammensparen. Wie das jetzt genau funktioniert mit der Depoteröffnung für Kinder und welche ETFs sich dafür besonders eignen, dazu habe ich mir zwei kompetente Gesprächspartner zum Gespräch eingeladen, nämlich Michael Schlenker von der Consorsbank, die ETF-Kindersparpläne anbieten, und Christian Biemüller vom ETF-Anbieter BlackRock, die natürlich die passenden ETFs dazu haben. Es ist ein interessantes Gespräch geworden. Wenn du also wissen willst, wie das genau funktioniert mit einem ETF-Sparplan für Kinder, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Ja, hallo Michael, Christian, schön, dass ihr heute hier in München seid, in unserem Studio. Wir wollen ja heute über ein sehr tolles Thema eigentlich sprechen. Es geht ja um das Thema Kindersparen und was man da mit ETF-Sparplänen auch alles machen kann. Finde ich klasse, dass ihr euch da bereit dazu erklärt habt, mit mir darüber zu sprechen. Würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein, oder? Gerne. Ja? Danke, Markus, dass wir hier sein dürfen. Ja, klar. Christian, fangen wir doch mal mit dir am besten an. Ich meine, du bist ja bei BlackRock verantwortlich für den digitalen Vertrieb von den ETFs auch und die ganzen Partnerschaften, die es in dem Zusammenhang gibt. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal im Podcast zusammengesprochen, haben auch die Sparplanstudie schon zusammen gemacht. Vielleicht mal, um ins Thema reinzukommen, warum denkst du denn, sind Sparpläne oder ETF-Sparpläne gerade für das Kindersparen so eine sinnvolle Geschichte? Ich glaube, ETF-Sparpläne sind für alle Investoren grundsätzlich geeignet und speziell natürlich für Kinder auch super attraktiv. Also sie bieten den Eltern eine aussichtsreiche Möglichkeit, breit zu investieren und natürlich auch das Kind hinsichtlich der Vermögensbildung heranzuführen. Also zum einen das Sparen und Budgetieren des Kindes auch beizubringen, also diese finanzielle Bildung, die ja oft diskutiert wird. Und auf der anderen Seite natürlich breit flexibel zu investieren, kostengünstig, hinsichtlich der Produkte und auch der Angebote und natürlich dieses Thema Zinseszinseffekt über einen relativ langen Zeitraum, der eine sehr, sehr hohe Bedeutung spielt beim Sparen und Investieren, den halt auszunutzen. Wir sehen natürlich, kommen da drauf nochmal, ETFs bieten breit diversifizierten Einstiegsmöglichkeit, ob jetzt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber gerade halt das langfristige Sparen steht ja im Vordergrund und auch bei dem ETF-Sparplan im Vordergrund, und das bietet halt hervorragend auch für Kinderdepots. Ich habe mal vorhin berechnet, ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, 18 Jahre lang spart, und das ist ja, glaube ich, so ein Zeitraum, bis das Kind volljährig wird, zum Beispiel auf einen Führerschein 1.850 Euro bei 8% Rendite, was jetzt auch nicht, glaube ich, so außergewöhnlich viel ist, da müsste man nur 3,95 Euro im Monat sparen. Das ist ja eigentlich ein ganz überschaubarer Betrag, den kann ja eigentlich jeder sparen. Ja, und vor allem ist es natürlich erstmal für jeden machbar. Es kommt dann natürlich auch immer aufs Angebot drauf an, hinsichtlich Kosten, Ausgestaltung und was ist denn die Mindestsparrate. Teilweise gibt es ja Angebote, wo das gar nicht geht, weil die Mindestsparrate etwas höher ist. Ja. Aber es zeigt halt einfach, es ist wirklich für jeden machbar und umsetzbar. Wir sagen auch immer Demokratisierung der Geldanlage, weil ich mit sehr kleinen Beträgen starten kann. Und das macht es doch aus beim ETF-Sparplan. Die hohe, breite Flexibilität an unterschiedlichen Produkten, die ich individuell besparen kann. Aber auf der anderen Seite auch diese Flexibilität, den Sparplan jederzeit mal zu stoppen oder auch früher vielleicht auch mal Geld rauszunehmen. Also diese Flexibilität, nicht diese fixe Bindung über diese Laufzeit, die du gerade erwähnt hast, zu haben, die auszunutzen. Weil oftmals kommt was dazwischen und das Kind will auch noch ein Auto oder will einfach vielleicht schon die erste Wohnung kaufen. Und dann habe ich einfach die komplette Flexibilität bei diesem Produkt. Ja, ich habe auch Zahlen gefunden, dass das Statistische Bundesamt hat mal ausgerechnet, wie teuer ein Kind eigentlich ist bis zum 18. Lebensjahr. Und das waren so rund 150.000 Euro. Ja. Also da ist auch ordentlich Finanzbedarf da, überhaupt für die ganze Familie. Michael, wenn man jetzt einen Sparplan anlegt für ein Kind, ja, das ist ja ein bisschen komplexer, als wenn ich jetzt selbst ein Konto aufmache. Weil wenn ich jetzt ein Konto für mich aufmache, dann muss ich mich halt legitimieren. Bei einem Kind hat man ja zwei Parteien, also die Eltern und das Kind. Wie funktioniert das? Was für Unterlagen braucht man da eigentlich? Ja, also im Endeffekt ist es schon relativ vergleichbar zu einem normalen Depot, das ich eröffnen kann. Einfach auf der Website Antragsstrecke ausfüllen. Und dann geht es natürlich an die Legitimation. Da ist es so, wenn jetzt beispielsweise jetzt bei der Consorsbank, wenn die Eltern schon Kunden sind, ist gar keine Legitimation mehr notwendig. Das Kind muss halt eben über die Geburtsurkunde oder eine Kopie der Geburtsurkunde noch legitimiert werden. Das ist eigentlich alles. Was wir jetzt seit Neuestem auch haben, ist die E-ID, aber das beim Kind fällt das weg tatsächlich. Also das spielt da keine Rolle. Und deswegen
ist die Kopie der Geburtsurkunde eigentlich das Einzige. Und das kann halt schon sein, dass sich dadurch noch mal ein bisschen das verzögert. Ich kann jetzt aus meinem persönlichen Beispiel sprechen, bis mal die Geburtsurkunde da ist, vergehen durchaus mal ein paar Wochen oder auch Monate. Und im Idealfall will man das natürlich so früh wie möglich eröffnen. Ja, um den Zinseszinseffekt. Ganz genau. Wieder mal diese, was sagen, um den Zinseszinseffekt auszunutzen. Ja. Gut, aber letztendlich kann ich bei der Consorsbank das dann auch online machen, bis alles zu einem online. Gewissen Grad. Und dann muss ich halt die Dokumente hochladen oder wie funktioniert ganz das? Ganz genau, dann? Da wird einfach die Kopie der Geburtsurkunde wird dann tatsächlich postalisch eingeschickt. Und das ist aber alles, was dann in Papierform sozusagen nötig ist. Der Rest funktioniert dann digital. Jetzt haben wir vorhin ja auch über so Mindestanlagesummen gesprochen. Sagt ihr dann, okay, da müssen mindestens 1.000 Euro am Anfang eingezahlt werden? Und wie funktioniert das? Nein, sowas gibt es gar nicht. Die Mindestsparrate für einen Sparplan, egal ob ETF oder andere Gattungen, ist 10 Euro. Und ich denke, das ist auch eine gute Summe, die dann auch sinnvoll aufgebaut werden kann. Du hast ja auch von deinem Beispiel mit dem Führerschein gerade gesprochen. Ich denke, da ist man mit 10 Euro gut aufgestellt und es ist auch nicht so, dass irgendwie eine fixe Summe von Anfang an drauf überwiesen werden muss oder sowas. 10 Euro, da kann man starten. Ich habe auch noch andere Beispiele gerechnet. Und ich gucke mal nach, damit ich zwei sage. Ein Harvard-Studium kostet ungefähr 150.000 Euro. Okay. Ja. Da, wenn man 22 Jahre lang anspart, dann müsste man so mit der Schule fertig sein, dann müsste man 220 Euro ansparen im Monat. Mhm. Also da ist einiges drin, wenn man in der Range von 10 Euro anfangen kann. Die Bandbreite ist groß. Ja, da kann man auf jeden Fall eine Menge machen. Du hast Gebühren schon so ein bisschen angesprochen auch. Wie sehen denn die Gebühren aus? Also wir testen ja auch die ganzen Angebote der Direktbanken. Da seid ihr ja auch mit dabei. Aber erklär doch du am besten mal, wie die Gebühren sind. Ja. Und man muss ja, glaube ich, auch so ein bisschen unterscheiden. Standardpreismodell und dann so Aktionspreismodelle. Deswegen ist Christian ja auch mit dabei, ja, als ETF-Anbieter. Aber erklär das doch mal und führ uns doch da mal durch. Also grundsätzlich will ich erstmal recht breit anfangen. Wir haben ein Spektrum von 1.700 ETFs, die sparplanfähig sind. Mhm. Auch wenn ich das Wort etwas komisch finde, aber nicht jeder ETF kann eben im Sparplan auch bespart werden. Macht auch nicht jeder Sinn. Wir haben mal vielleicht eine witzige Anekdote. Ich habe mal eine Analyse gemacht, da war ein Short-ETF als sparplanfähig, was natürlich, muss man schon sehr negativ eingestellt sein. Ja. Und diese 1.700 sind für 1,5% Sparplangebühr zu haben. Und dann gibt es nochmal dezidiert 480 kostenfrei besparbare ETFs. Und fürs Junior Depot, wie das Produkt ja bei uns heißt, haben wir nochmal sozusagen ein spezielles Angebot, was, glaube ich, auch ganz attraktiv ist im Sinne der Langfristigkeit. Kann man 18 ausgewählte ETFs, wo natürlich auch iShares enthalten ist, bis 2030 ohne Sparplangebühr besparen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Angebot, was wir da am Markt haben. Ja, wichtig ist ja auch noch dazu zu sagen, dass die Kosten, die du jetzt genannt hast, sind ja nur die Kosten, die bei euch sozusagen entstehen. Es fallen ja auch noch Kosten an, die jetzt zum Beispiel beim Handel über die Börse, wenn es dann ausgeführt wird, der sogenannte Spread, der entsteht ja auch. Aber der ist natürlich bei ETFs, wenn die dann an den entsprechenden Handelsplätzen ausgeführt werden, jetzt auch nicht so groß, weil man ja in der Regel, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, auch die marktbreiten Produkte eher nimmt, ganz genau. Also MSCI World und so weiter, die sich für langfristigen Vermögensaufbau eignen und da ist der Spread minimal. So ist es. Und gerade für Kinder möchte man jetzt vielleicht auch das Risiko überschaubar halten, sagen wir mal. Ne? Und genau, das würde bedeuten, bei 100 Euro Sparrate wären es dann 1,50 Euro Gebühren pro Ausführung, was ja im Verhältnis zu einem normalen Wertpapierorder sehr günstig ist. Ja. Und am besten greift man aber auf die Rabattaktionen zurück, weil dann spart man sich diese 1,50 Euro auch noch. So ist es, genau. Christian, jetzt bist du von der Produktseite her der Ansprechpartner und jetzt habt ihr auch mit vielen anderen Banken natürlich zu tun. Ihr wisst auch, welche Produkte von euch besonders beliebt sind, welche auch im Sparplan besonders beliebt sind. Wie stehst du denn da dazu? Was sind das für Produkte? Was wird da besonders nachgefragt? Also wir sehen beim Sparplan, und das muss man ja dazu sagen, schon, dass die meisten Kunden in Aktien-ETFs investieren. Das ist zum einen natürlich der Langfristigkeit des Sparplans geschuldet, zum anderen aber auch der Attraktivität. Du hast ja vorhin über historische Performance sozusagen gesprochen. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch einen Negativzins oder Niedrigzins ums Feld gehabt. Da waren natürlich Anleihen jetzt weniger attraktiv. Das hat sich jetzt aber auch in der jüngeren Vergangenheit geändert. Also es ist auch jetzt, dass Anleihen-ETFs auch vermehrt auch im Sparplan Nachfrage, dass wir da Nachfrage sehen. Die sind natürlich eher zur kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont. Vielleicht jetzt nicht so das ideale Produkt für den ETF-Sparplan. Aber natürlich sind sie auch funktionell verfügbar
Und dann gibt es noch Rohstoff-ETFs, die eher so zur Diversifikation dienen oder auch zur Absicherung von Inflation von Kunden genutzt werden und eher so eine Beimischung sind. Mhm. Wenn man jetzt aber, du hast deine Studie angesprochen, die wir gemeinsam letztes Jahr veröffentlicht haben, wenn man da jetzt reinschaut, sieht man natürlich, dass die großen bekannten Indizes, du hast ja auch gerade schon erwähnt, ein MSCI World oder ein MSCI All Country World beim Sparplan eigentlich immer so das meist genutzte Produkt darstellt. Breit diversifiziert, global, Aktien, das ist natürlich so das die Hauptschwerpunkte. Und die meisten unserer iShares-Investoren investieren auf diese, im Sparplan, auf diese Indizes. Und wenn man dann aber nochmal genauer reinschaut, was machen denn Kunden sonst so, kommt es schon vor, dass im Durchschnitt die Kunden 2 bis 3 ETFs im Sparplan sozusagen monatlich besparen. Also das heißt eigentlich 3 Sparpläne oder 2 Sparpläne ausführen, um halt nochmal ein bisschen breiter zu investieren. Das liegt aber immer am individuellen Anlagehorizont, an der Risikobereitschaft, auch am individuellen Anlageziel. Ja, ich wollte gerade fragen, nämlich ja, weil mit einem Produkt, All Country World hattest du jetzt angesprochen, bin ich ja schon in der ganzen Welt ja eigentlich investiert. Aber dann habe ich halt nur ein Produkt. Wenn ich jetzt aber, sobald ich eine andere Anlageklasse, zum Beispiel Anleihen mit dazu spare, dann bin ich ja schon beim zweiten ETF. Aber dadurch, dass die Mindestanlage ja 10 Euro ist, bin ich ja komplett flexibel. Also ich kann ja auch, wenn ich nur 100 Euro habe, das verteilen auf 10 Eben, ETFs theoretisch. Ja. Also das sehen wir auch bei uns tatsächlich. Im Schnitt für das Unidepot sind es eigentlich 2 Sparpläne, die da pro Depot so bespart werden. Und im Sinne der Diversifikation. Aber ist es dann also 2 Aktien-ETFs, weißt du das? Oder sind es dann schon auch Aktienanleihen? Das sind eigentlich Aktien-ETFs. Also da haben wir schon einen sehr starken Fokus. Das ist auch so eine Mini-Core-Satellite-Strategie. Ja, genau. Das meistgenutzte Produkt eigentlich in dem Bereich. Ja. Warum macht denn ein ETF-Anbieter eigentlich Kooperationen mit einer Direktbank? Weil ich meine, ihr könntet ja auch einfach sagen, okay, der Kunde zahlt 1,5%, wenn es jetzt nicht bezuschusst wird, sage ich mal. Aber warum macht ihr das dann? Also wir sind als allererstes mal langjähriger Partner bei der Consorsbank. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, seit 2017 schon, seit dem Zeitraum, oder eigentlich seitdem wir die Partnerschaft gestartet haben, sind wir einer der Star-Partner. Und das heißt, Kunden können unsere ETFs oder einen Teil unserer Produkte, sind ja nicht alle verfügbar, vergünstigtes Transaktionsentgelt, sagt man dazu, also nicht für null, teilweise vergünstigt erwerben. Das war eigentlich so in der Vergangenheit. Und was Michael jetzt auch sagte, wir haben seit 1.1. diesen Jahres jetzt halt auch eine Kooperation zum Thema Sparpläne und nochmal on top eine Kooperation zum Thema Kindersparpläne. Da sind wir auch sehr stolz, dass wir mit 6 Produkten bei insgesamt 18 vertreten sind und eigentlich der größte Anbieter sind. Und für uns, zu deiner Frage, Markus, machen diese Kampagnen und Aktionen natürlich sehr viel Sinn, weil wir stehen im Schaufenster bei jeder Direktbank, bei jedem Online-Broker mit dem Angebot. Es ist super attraktiv für Endkunden. Ich meine, es fallen immer noch die ETF-Kosten für den Endkunden an und du hast auch gerade noch die Handelskosten, den Geldbriefspread natürlich erwähnt. Aber die Transaktionsgebühren sind doch eigentlich der größere Teil. Und wenn Endanleger einfach vergünstigt investieren können in Produkte, ist es natürlich sehr, sehr attraktiv. Wir wollen dieses langfristige Sparen fördern. Wir stehen immer dazu da, Demokratisierung der Geldanlage, wie schon angesprochen, zu erweitern. Und das hilft natürlich durch diese Aktionen. Weil gerade im Schaufenster bei euch zu stehen, bei einer großen Kundenbasis, hilft uns natürlich sehr, sehr stark auf der ETF-Seite, diese Akzeptanz für das Produkt und für den Sparplan zu bekommen. Jetzt hat man aber dann schon, wenn man jetzt für ein Kind ein Depot eröffnet und damit, sagen wir mal, einen 10-Euro-Sparplan anfängt, bis dann interessanter Kunde für euch rauskommt, das ist ja schon eine sehr weise und langen Atem braucht man da. Absolut. Kannst du da irgendwie sagen, ist es dann vielleicht eher so, dass man vielleicht mal mit dem Sparplan anfängt, aber keine Ahnung, zur Kommunion oder zu irgendwelchen Geburtstagen zahlt dann Oma und Opa auch noch ein? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir sehen, dass glaube 50-60% von den Junior-Depots, die eröffnet werden bei uns, da sind die Kinder zwischen 0 und 2 Jahren alt. Also es ist tatsächlich so, wie auch eingangs schon gesagt, nutze den Zinseszinseffekt. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, eigentlich mit sämtlichem Papierkram, den man so rund um die Geburt eines Kindes hat. Da zählt für mich und für viele offensichtlich dann ja auch die Eröffnung von so einem Junior-Depot mit dazu. Und dann geht es eben los, wie du sagst, mit den ETF-Sparplänen oder mit Sparplänen mit kleineren Summen. Aber
ganz normal können auch da Einmalanlagen getätigt werden. Das funktioniert wie ein normales Depot. Die Eltern kaufen Wertpapiere für das Kind in dieses Depot rein. Und natürlich ist es auch möglich, dass Großeltern oder Verwandte da Summen drauf überweisen, entweder als Dauerauftrag oder als einmalige Überweisung, Geldgeschenke da einfach draufpacken und einfach nur die IBAN an die Großeltern weitergeben, dann funktioniert das. Und am Ende des Tages oder am Ende des 18. Lebensjahres, muss man ja sagen, wird dann eben das Kind, der dann Erwachsene, informiert per Post, dass er jetzt eben volljährig ist und sich nochmal legitimieren muss und übernimmt dann das Junidepot. Mhm. Und mit dem Zeitpunkt verfällt dann auch sozusagen die Vollmacht der Eltern oder der gesetzlichen Vertreter für dieses Junidepot. Da müssen die Eltern schnell sein und davor nochmal das Konto genau. abräumen. Ja? Ja, aber also vielleicht können wir dabei an der Stelle auch nochmal, was du angesprochen hast, Christian, das Thema finanzielle Bildung mit erwähnen, weil ich finde, wenn man sowas schon macht, dann gehört das mit dazu. Ja? Also ich will ja nicht nur die finanzielle Basis schaffen, sondern auch das Verständnis im Umgang mit diesen Themen bei meinem Kind dann fördern und das entsprechend halt aufbauen, damit dann mit dem 18. Lebensjahr auch klar ist, was kann ich denn damit machen? Also in aller Regel laufen dann die Sparpläne schon auch weiter und das Kind übernimmt dann halt sukzessive sozusagen das Depot. Aber ohne diese Voraussetzung, ohne finanzielle Bildung, ist es meiner Meinung nach dann schon schwer mit, was weiß ich, wenn wir von diesen 3,95 sprechen, dann hat man da... Was war die Summe? 1850 Euro. Ja, gut, das ist nicht ganz so viel. Aber ja, dein Harvard-Beispiel, was machst du dann mit dem Geld, wenn du keine Ahnung hast, wie ich damit umgehe? Das ist dann vielleicht mit einem Mal dann doch sehr, sehr viel. Ja. Ich glaube, also realistischerweise, wenn man da jetzt sagt, man schafft es vielleicht so 100 Euro im Monat irgendwie so auf die Seite zu bringen und vielleicht Großeltern oder so oder Tanten, Onkeln, keine Ahnung, zahlen auch immer wieder mal ein bisschen was ein. Da kommen ja sehr wahrscheinlich mit dem 18. Lebensjahr irgendwo so 20.000, 30.000 Euro in der Range wahrscheinlich zusammen. Ja, würde ich sagen, ja. Schon ein ordentlicher Betrag, muss man sagen. Ja, und dann hat man halt einfach schon, finde ich, einen guten Grundstock, um ins Erwachsenenleben sozusagen zu starten. Und Das Kindergeld nutzen. Zum Beispiel. Als Idee. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist bei jungen Eltern, ich meine, du bist anscheinend junge Eltern sozusagen, ist ja, dass da wirklich so viele Kosten am Anfang entstehen. Du hast ja auch Kinder, soweit ich weiß, ja, ich nicht. Ich habe einen Hund, kostet auch viel, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Kind. Und da ist es dann schon schwierig, sozusagen sich auch um dieses Thema finanzielle Vorsorge noch zu kümmern. Ja. Weil es ist ja erstmal, wie du schon gesagt hast, lästig, ein Depot zu eröffnen und so weiter. Aber, weil da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, ich kann mich erinnern, früher, wenn unsere Großeltern immer zu Besuch gekommen sind, also ich bin ja schon ein bisschen älter, dann gab es halt immer so einen Zehner oder einen 20er in die Spardose. War ja auch okay, aber das ist ja so ein Sparplan oder ein Depot ist ja eigentlich wie eine digitale Spardose. Absolut. Das ist ja eigentlich viel, viel effizienter dann und man kann die IBAN teilen, wie du es gesagt hast, jeder kann einzahlen und das läppert sich dann über die Zeit halt schon extrem. Ja, absolut. Ich finde auch einfach, in Zeiten, wo alles digitaler wird, macht das meiner Meinung nach viel mehr Sinn. Ja, also auch dieses Heranführen der Kinder wirklich mit dem Sparen und Budgetieren und ihnen vielleicht auch zeigen, was damit passiert. Ja. Also bei uns ist ja so, wir haben ja so einen Sparplanrechner auf unserer iShares.de Webseite, wo man halt auch so ein bisschen selbst den Outcome von so einem Sparplan simulieren kann. Also wir hatten gerade schon gesprochen, ich weiß gar nicht, was wird aus einem 100-Euro-Sparplan und das einfach mal durchsimulieren mit historischen Daten natürlich. Aber auch die Kinder da ranführen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mich würde auch interessieren, ob ihr zum Beispiel dann so eine Möglichkeit bietet, dass die Kinder das auch in der App sehen können. Also wirklich auch den Sparplan. Jetzt nicht als, dass sie zugreifen können, aber sehen, was damit passiert. Weil das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für so einen Jugendlichen dann zu sehen, was passiert denn eigentlich mit meinem monatlichen Sparplan, den meine Eltern oder meine Großeltern für mich tun. Ich glaube, diese 0- bis 2-Jährigen ist jetzt noch das falsche Beispiel, aber irgendwann dann halt mal so ranführen an das Thema Wertpapiere und Börse. In der Schule kommt es ja dann auch so teilweise. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, auch diese finanzielle Bildung mit zu fördern, relativ früh und zeitig zu starten. Auch ein Verständnis halt einfach herbeizuführen, ne? Weil wenn ich gar keinen Kontakt in meiner Kindheit mit dem Thema Geld habe, was ja in der Regel, habe ich ja keine Ausgaben, klar, ich spare vielleicht für irgendein Hobby oder für irgendein Turnschuh oder was auch immer an, aber so mit dem langfristigen Kapitalmarkt, das Verständnis habe ich natürlich nicht. Jetzt haben wir viel über die Vorteile gesprochen. Christian, es gibt natürlich auch Risiken, ja, also mir fällt jetzt mal ein Risiko ein, man nimmt einen ETF, alles in die Aktienmärkte, und ein Crash. Ja, was mache ich dann? Also man muss dazu sagen, egal in welchen ETF ich investiere, es ist ein Wertpapier und ich habe ein Kapitalanlagenrisiko. Das heißt,
sowohl meine Anlage steht im Risiko, als auch die Erträge aus dieser Anlage sind nicht garantiert. Also es unterliegt jetzt nicht wie ein Tagesgeld oder ein Sparkonto der Einlagensicherung. Mhm. Aber ich glaube, die Chance, die dahinter steht, steht halt auch immer mit dem Risiko. Umso höhere Chance, umso höheres Risiko. Kapitalanlagenrisiko ist da ja sehr, sehr wichtig. Ich habe natürlich auch die Kursrisiken. Also es ist klar, ein Wertpapier schwankt an der Börse und je nachdem, wann ich es verkaufe, muss ich auch gewisse Schwankungen immer beachten. Ja. Teilweise, wenn ich jetzt, du sagtest gerade MSCI World als Index, da sind auch Komponenten außerhalb von dem Euro. Ich habe den Euro als meine Heimatwährung. Habe ich auch ein Risiko sozusagen des Kurses Euro zu der anderen Währung, also ein Fremdwährungsrisiken. Also es sind schon Risiken, die ich beachten muss, aber man muss sie halt immer im langfristigen Kontext sehen. Nicht nur jetzt, du sagtest, den Aktien-ETF. Ich glaube, das trifft auch auf den Anleihen-ETF zu und auch auf den Rohstoff-ETF. Dieses Risiko der jeweiligen Produkte muss ich tragen. Kann ich in dem Kinderdepot eigentlich auch was anderes ansparen, also außer ETFs? Alles. Also prinzipiell, wenn man das möchte und bereit ist, auch entsprechendes Risiko zu tragen, von Aktien über Anleihenfonds, Zertifikate, wenn man das möchte, alles möglich, auch aus Sparplan. Meine erste Aktie, die ich hatte, war die McDonald's-Aktie. Ja? Hatte ich aber nicht als Sparplan, das gab es damals nicht. Aber das habe ich auch immer morgens die Zeitung angeschaut und habe irgendwann ist mir nämlich aufgefallen, warum dieser Kurs immer steigt. Ja, und dann habe ich da auch so, war mein Zugang zum Kapitalmarkt, war die McDonald's-Aktie. Vielleicht da noch als kurze Ergänzung, wir haben auch, um entsprechend auch Guidance zu bieten für unsere Kunden, beantwortet vielleicht auch deine Frage von vorhin noch mal ein bisschen, die Möglichkeit, dass Kunden bei uns einfach einen Einblick bekommen, was sparen denn andere Kunden. Ja? Also wir nennen das einfach, das kauft ein Kunden, um einfach eine Hilfestellung zu geben, was sind gerade nachgefragte Produkte, und das haben wir auch nochmal explizit ausgewiesen, eben auf das Unidepot, was sind Sparpläne, was sind ETFs, was sind andere Wertpapiergattungen, die speziell im Unidepot meist gekauft sind, und das dann halt auch auf einer gewissen zeitlichen Achse immer aktualisiert. Wenn jetzt jemand noch speziellere Beratungsbedarf hat, also zum Beispiel gibt es ja steuerliche Implikationen, mache ich es in meinem Elterndepot des Ansparen oder wirklich einem Depot auf dem Namen des Kindes. Da haben wir ja gesagt, und teilweise gibt es ja auch Steuerfreibeträge für die Kinder, da kann man ja auch, ich habe es mal ausgerechnet auch, jetzt muss ich gerade nachschauen, ja, wenn man jetzt eine 7% Rendite davon ausgeht, kann man ungefähr bis zu 180.000 Euro steuerfrei mit den ganzen Freibeträgen für das Kind anlegen. Das ist ja ein super Betrag. Ja. Ja, genau, also ganz normal wie für ein reguläres Depot auch, ist eben auch möglich, einen Freistellungsauftrag anzulegen für die Junior-Depots. Und ansonsten, wir leisten keine Beratung im Sinne von telefonische Beratung hinsichtlich Produktempfehlung oder Ähnlichem, aber natürlich soll es irgendwelche technischen Probleme oder irgendwas geben, da kann man sich an uns wenden, und dann möchte ich eben nochmal darauf verweisen, auf das Thema, das kauft ein Kunden. Wir versuchen schon, unseren Kunden auf unserer Website, in unseren Apps, die bestmögliche Guidance eben zu bieten und ja, zu gucken, Orientierung zu schaffen einfach. Ja. Weil oftmals ist es ja schon so, viele wissen vielleicht, das ist ein wichtiges Thema, gerade für mein Kind, aber kennen sich vielleicht nicht so super gut aus. Und da ist es einfach wichtig, da entsprechend zu unterstützen mit Beispielen. Ja, die größte Hürde wird wahrscheinlich sein, wirklich, also wie eröffne ich ein Depot? Aber da gibt es bei euch dann wahrscheinlich eigene Webseiten für Kindersparpläne, da klickt man sich dann durch und wird man ja wahrscheinlich, also das stelle ich jetzt mal dann so durchgeführt. Ja, also ich hoffe, dass das bestmöglich funktioniert für unsere Kunden. Wir haben da eben unsere entsprechenden Produktseiten dazu, wo das haarklein erklärt wird, welche Steps sozusagen der Reihe nach folgen. Und das ist halt schon, wenn das mal eröffnet ist, natürlich dadurch, dass die Geburtsurkunde benötigt wird, ist es halt immer etwas zeitversetzt und geht nicht ganz so schnell wie bei regulären Depots oder Konten, sag ich mal. Aber dann, wenn das da ist, legt man los. Aber am Ende kriege ich dann eine E-Mail, hier ist Ihre IBAN, das Depot ist jetzt eröffnet. Ja. Und dann kann man im Prinzip Eröffnungsunterlagen auch nochmal zusätzlich postalisch zugeschickt und dann. Kann man vielleicht eine ergänzende Frage noch, kann man eigentlich auch dann Tagesgeld oder ein Festgeld dann für das Kind auch mit nutzen? Das geht im Moment nicht für Juniors. Okay, es geht genau. Also nur für das Depot, aber könnte man einen Geldmarkt-ETF dann kaufen. Zum Beispiel. Ja. Ja. Ich glaube auch, man muss dazu sagen, es gibt gar nicht so viele Direktbanken oder Online-Broker, die diesen Prozess für Kinderkonten und Kinderdepots ermöglichen. Mhm. Also da gehört die Consorsbank auch zu einem der wenigen dazu, die diesen Service anbietet, weil ich glaube, es ist schon auch etwas komplexer mit der Geburtsurkunde und mit dem Prozess drumherum und nicht eins zu eins Digitales abzubügeln, sage ich mal, und anzubieten. Deswegen ist das eigentlich ein super Service, den die Consorsbank hier bietet, und natürlich jetzt gerade auch ein sehr, sehr interessantes Produkt und auch für uns die Partnerschaft sehr, sehr interessant, weil es einfach nicht so ein gängiges Angebot im Markt ist momentan.
Also es ist extrem in Lücke momentan. Ich glaube, man könnte da noch viel, viel mehr machen. Auch edukativ Richtung Kinder und dem Kindersparplan. Aber vor allem das Angebot ist noch gar nicht so breit. Ich weiß gar nicht, wie viele Geburten gibt es denn eigentlich in Deutschland? Weil da kommt ja laufend ein neuer Kundenstrom sozusagen danach. Weißt du, was das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich hätte noch eine andere ganz gute, passende Ergänzung zu dem Thema. Wir haben letztes Jahr eine Aktion gehabt, wo wir entsprechend die Kunden, die ein Unidepot eröffnet haben und deren Kinder, glaube ich, zwischen 8 und 12 Jahren alt waren, weil das dann auch ein entsprechendes Alter ist, wo eben finanzielle Bildung relevant wird, denen haben wir ein kostenloses Abo vom Weil-Magazin, das ist von Brand 1, ein Wirtschaftsmagazin für Kinder, mit zugeschickt, einfach um das zu fördern und damit die Kinder eben hinzuführen. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Also ich bin auch ein absoluter Fan von dem Thema Sparpläne insgesamt. Das sollte mittlerweile bekannt sein, aber bei Kindersparen auch. Und ich finde wirklich, die Herausforderung ist es, wie kriegt man die Eltern dazu in der Phase, wo das Leben ja nicht nur, also komplett durcheinander gewürfelt wird, sage ich mal. Ja, da ist plötzlich ein weiterer Mensch da im Leben und alles, was damit zusammenhängt. Wie kriegt man die dazu, das nicht auf die lange Bank zu schieben, ja, weil über die 18 Jahre hinweg, wenn man wirklich mal bis zur Volljährigkeit hin, da kann so viel Kapital entstehen und man kann eigentlich nichts falsch machen. Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn dann das Kind auch noch mit Bildung ein bisschen Zugang zum Kapitalmarkt hat und schon mal erlebt hat, boah, da sind schon mal 30.000 Euro in irgendeinem Aktien-ETF, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterspart, sehr hoch und dann ist es wirklich ein Weg aus dem Thema Altersarmut, weil da schon der größte Grundstock gelegt ist. Und 10, 20 Euro, das sollte wirklich jeder irgendwie auf die Seite kriegen. Ich glaube, wir sind halt inzwischen, und das sagt ja auch deine Sparplanstudie aus, bei fast 8 Millionen monatlichen ETF-Sparplänen inzwischen. Und der Markt ist jetzt schon groß, dass viele dieser Nutzer auch wieder Kinder haben. Ja. Und dann natürlich ganz anders an dieses Thema rankommen, wie es noch vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war, wo der ETF-Sparplan halt auch noch sehr jung war. Aktuell ist es so, der ist schon als geprüftes Produkt im Markt, hat hohe Nachfrage und viele dieser Sparplan-Investoren haben vielleicht selber Kinder und kommen dann in den Genuss, das Angebot auch zu nutzen. Im Schnitt, jetzt auch wieder aufs erste Halbjahr 24 gemünzt, waren es 75 Euro, die angelegt worden sind in ETF-Sparpläne im Rahmen des Unidepots. Was ja eigentlich auch gar nicht so wenig ist. Ja. Wir hatten jetzt mit 10 Euro gesprochen oder 3,95 Euro. Durchaus, das ist ja schon ordentlich. Ja. Da kommt ja dann wirklich gut was zusammen. Ja. Wobei, ich glaube, bei den also bei allen ETF-Sparplänen im Schnitt sind es 174 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ist dann schon ein bisschen weniger, aber zumindest mal deutlich mehr als die Beispiele, die wir genannt hatten. Super, vielen Dank. Also in der Videobeschreibung, da packe ich noch den Sparplanrechner, den du erwähnt hattest, mit rein und bei euch den Link zu der Webseite, wo man das machen kann. Und wir haben noch einen ausführlichen Artikel zum Thema Kindersparen auch erstellt. Den packe ich auch in die Videobeschreibung. Mehr können wir, glaube ich, nicht mehr machen. Ja? Ich danke euch für die Zeit und für die Ausführungen und gerne bis zum nächsten Mal. Herzlich gerne wieder eingeladen. Vielen Dank. Ja? Danke für die Zeit, Markus. Dankeschön. So, das war der Talk zum Thema ETF-Sparpläne für Kinder. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen interessanten Aspekte für dich mit dabei. In der Videobeschreibung findest du nochmal weiterführende Informationen zu diesem Thema. Da kannst du dich nochmal im Detail einlesen und auch bestimmte Sparszenarien für deinen Kindersparplan berechnen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat, du einen Like da lässt und wenn du den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst, dann sehen wir uns demnächst wieder hier zu einem tollen Gespräch zum Thema ETFs oder auch zu einem Wissensvideo zum Thema Geldanlage mit ETFs. Und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.